Hallöchen Popöchen, meine Damen und Herren, es ist wieder Zeit für eine neue Folge Two Lone Wolves. Heute ist Mittwoch, nein, das stimmt nicht, heute ist Freitag, 14 Uhr. Genau. Oder später. Kurz vorm Wochenende. Ne? Je nachdem, wann ihr das schaut. Also genau. Es könnte auch jetzt, du bist Mario Schröber, hallo. Du bist Jack Fleischhammer. Hallo. Da kommen Zombies. Da kommen Zombies. Wir räumen erstmal auf, dann holen wir uns den Shotgun und Zeiger. Zeig euch ja letzte Folge. Quasi. Alter, du hast schon gut Schaden mit deiner... Deine Flinte, wa? Ja, die ist ja auch lila. Also darf das man ja auch nicht vergessen. Zu, ey. Wow, wow, wow. Danke. Kein Problem. Kannst du den finishen? Na klar. Finn. Er sagt das mal vorher. Ey, sag mal, ich bin noch einen Meter weg von dem Typen. Ein Meter reicht ja nicht. Okay. Alles klar bei dem? Ja, läuft. Hier ist noch ein paar Mal Code, ich hab ihn endlich. Ja, okay. Wie gesagt, ich hätte gerne ihn, weil irgendwie ist mir gerade ein bisschen... Deswegen, ja. Mir gerade ein bisschen kalt. Halt noch im Auge. Bin okay, dran. Achso. Ich muss mal die Gamma wieder hochstellen, das ist echt assi so, oder? Ja. Lichtern, also irgendwie... Keine Ahnung. Licht am Fahrrad. Ist auch 17 Uhr, andersrum. Dynamo. Komm, lass uns hier mal kurz drin. Oh Gott, hier siehst du ja gar nichts mehr drin. Ja, toll. Super. So, Options. Video. Gamma war auf 100, hast du gesagt. Ja. Apply. Okay, oh, vor mir ist ein Zombie. Danke. Bisschen Glück bei gewesen. Okay. Nimm mal hier den Papa. Den packe ich hier in den Korb drin. Ja, okay. Puffy, warte. So. Na, geh raus. Also, jetzt kannst du drin. Ich muss gerade immer kurz eine Runde tappen, damit du wieder bei mir ordentlich aussiehst. Ja, bei mir auch schon wieder. Mann. Das ist ja weg. Ist ja immerhin was. Müsste gar nicht wieder anziehen können. Leere Gläser. Brauchen wir leere Gläser? Noch haben wir. Noch haben wir. Ein bisschen Glas. Wir haben 47 Tokens, ey. Da können wir uns ja richtig was leisten. Ja, ich hab auch schon 23 einstecken. Ich frage mich, ob die Leute wieder mal in Town kommen. Wer? Achso. Oh, AK-47 Receiver, Hunting Rifle Stock, Rocket Launcher Barrel. Oh mein Gott, das... Das lohnt sich, sagst du? Das ist ja jetzt schon mal ganz... Jetzt kann der ganze Laden leer sein. Wir haben alles. Also, ich wollte die Sniper eigentlich mitgenommen haben. Na gut, okay, Junge, das ist ja immer. Gut, okay. Leere Gläser, also irgendwas muss ich mitnehmen. Also entweder Wasser oder Murky Water oder leere Gläser. Ich kann nicht anders. Irgendwas muss ich mitnehmen. Dann nimm Wasser mit. Warte ich dich schon? Hunting Rifle Parts, Shotgun Parts. Hunting Rifle Parts in grün. Du warst schon über lila, ne? War schon in bei lila überall, der Receiver ist bei mir noch blau. Also wenn du da was lila nicht findest, gerne. Okay. Ich hab gerade noch einen AK-Stock gefunden, 200. Okay, dann könnten wir, gib mir den mal, dann kannst du direkt einen freien Platz... Hier ist noch eine Chest, eine... Quest. Eine Quest. Hunting Rifle Barrel. Shotgun Stock 300, 200 in Gelb. Hast du da Interesse dran? 238? Ich glaube 239 in der Tasche. Okay, gut dann. Shit. Das war das. So, die ganzen Kisten hier. Kannst man nicht sagen. Vorne hast du. Gib mir mal deinen AK-Receiver. Oder wo bist du jetzt? Ich bin jetzt hier hinten. Ja, wo gut, dann nicht. Nee, doch, machen wir. Ich wollte dir ein bisschen Inventarplatz, aber nein. Wo bist du jetzt gerade? Hinten drin? Ja, ich bin hinten drin, Mario. Hm? Wie immer. Ich möchte auch noch mal eine Kiste aufmachen hier. Fetisch ist Fetisch. Nicht das drin. So, hier in die Kiste packe ich dir rein den AK-Stock. Ja. Papier. Ja. Ja, guck. Mach erstmal. Hä? Hunting Rifle Barrel. Achso, das hab ich da hingeschmissen. Old Time Sandwich. Okay. Oh, Iron Helmet Schemat. Hattest du das schon? Lern ruhig mal. Gut, erklären. Oha, das war ein knappes Ding hier.
Okay, müsste eigentlich gleich mal das Inventar aufräumen, noch was zu essen. Geht noch eine Kiste. Achso, da hast du den Müll drin gepackt. Richtig. Tja, okay. Safe. Guck nochmal auf Klo. Ach, da war's schon. Da war ich schon drin. Ich bin beim Safe. Okay. Gleich ist 20 Uhr. Ja. Nicht, wir machen noch ein bisschen Strecke, oder? Ist nur Blödsinn drin. Wirklich nur Blödsinn drin. Hier wird doch keiner was versteckt haben, ne? Höchstens gelb. Nicht interessant. Lass ich alles so drin wie das. Kann sich der nächste freuen. Ich auch mal. Ist drin. Gut. Ist da die Kiste da hinten? Hast du die? Ja. Okay. Wir müssen noch auf Dach und dann schaffen wir das hundertprozentig. Kannst du eigentlich schon eine Pistole auseinanderbauen und so weiter? Wir müssen doch irgendwann mal uns mal eine schöne Pistole bauen. Also einfach nur, dass wir mal was da haben. Kann ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Okay. Kann dir aber sagen, ich hab 5 Bier. Ist doch schon mal gut. Für die Männer vom Siegewerk. Oh, das Murky Water lasse ich mal hier. Ich nehme mir doch ein bisschen Wasser mit. So. Essen. Na gut. Ich nachher noch was zum Wegschmeißen. So, was ist das hier für eine Quest? Kills am Pigs. Aber. Machen wir später. Machen wir dann später, genau. So, Körbe brauchen wir nicht mehr, die Shopping Baskets und Iron brauchen wir auch nicht. Ich bald aber die Springs. Was mit Leder mitnehmen? Eigentlich Quatsch, ne? Eigentlich Quatsch, ja. Bringt nur Metall, okay. So, Herr Fleischermann, wollen wir weiter? Oder? Können wir machen, Herr Schreiber. Sieht's bei Ihnen aus. Small Engine liegen lassen. Nicht gut. Dafür lasse ich hier Iron. Noch eine blaue Engine. Was sind die jetzt her? Noch ein Headlight. Aus den Autos hier um die Ecke. So, ich habe gerade eben hier noch ein Auto auseinandergenommen. Ich nehme mal mit. Okay. Iron. Okay, dann gehen wir nochmal kurz aufs Dach, oder was? Ja. Ich habe hier 120 Kohle. Warum habe ich 120 Kohle? Die habe ich außen aussortiert. Okay. Wo denn? Nochmal Brass. Oh, eine 579 Engine? Hast du gekriegt? Weggekriegt. Ja, ich habe auch zwei blaue jetzt in dem Inventar. Schön. Also da warst du jetzt wahrscheinlich überall dran. Ja, Mike. Daraus kann ich noch ein... Also, dieses komische Öl kannst du ruhig, den Glue kannst du ruhig mitnehmen. Ja, mach ich dann Duct Tape draus. Dann sollte ich die zwei Eier hier lassen. Ja, die Eier, ich habe jetzt gerade noch Eier einstecken. Mir die auch geben. Zwei Repair Kits, da kann ich auch meinen. Repair Kits kannst du mir geben, die deckt ja auch. Jetzt sollten wir einfach mal... Ja, Magnum mal kurz, ist 21 Uhr Dings hier, ne? Ja, eben. Munition, 9mm. 9mm Munition, hast du die schon einstecken? Nee. Gut. Okay, das war's. Tja, weiß ich nicht, gehen wir weiter. Ja, wo willst du denn? Tja, weiß ich doch auch nicht. Ich weiß doch auch nicht. Hast du eine grobe Richtung? Und ich weiß schon wieder nicht, wo die Leiter ist. Hier irgendwo. Oh Gottes Willen. Hier. Hier, schubst du mich. Schubst mich. Das ist eine schöne Sache. Okay. Alles klar. Kein Problem. Hi, Kind, ihr kriegt. Ja, wollen wir uns jetzt wirklich hier des Nachtens Dings lebensmüde, ja? Ich weiß es auch nicht, Schrübi. Sag du mir. Ihr seid auch nicht. Ja, was haben wir für Alternativen? Ja, keine Ahnung. Wir haben entweder wir bleiben hier und bauen das Ding ein bisschen aus kurz. Ja, wir können uns einfach nur auf Dach setzen und die Nacht abwarten. Das ist natürlich extrem langweilig. Eben. Hm. Eben. Vor allen Dingen habe ich nichts bei. Zum Craften. Weg auch nicht. Ja, toll, jetzt muss er quasi hier bleiben. Also, jetzt ist die Zeit vorbei, meinst du? Oder wir sind richtig spannend und rennen zurück. Andersrum haben wir auch ein muted Inventar, Alter. Alter, was hast du denn jetzt da?
Iron, Iron, Leder, Iron. Probier mal hier nochmal aufzunehmen. Eine Batterie kann ich ihn aufnehmen. Ah, okay. So. Ja schon. Oder wir gehen jetzt zurück. Ich meine, wir sind so weit, sind wir jetzt nicht gekommen. Das stimmt allerdings. Mit einem Bier und zwei First Aid Kits. Sarit. Ich denke nach. Ja, dann lass uns nach Hause. Ja, ne, also. Brauchen wir nicht. Mal, mein Mann. Hast du noch ein Bier für mich? Also selbstverständlich ein Bier für dich. Warte mal. Lass uns einen Schritt weiter. Ja. Hier hast du zwei. Warte so noch. Oh, wir fangen hier im. Wo sind die jetzt? Daumen. Okay, ich hab ein Bier drin. Langweilig, lass uns hier nach Hause, ey. Na gut. Wieso langweilig? Das ist doch total Spaß. Wie ist das langweilig jetzt? Wieso ist das langweilig? Keine Sau würde um die Zeit nach Hause rennen. Das stimmt allerdings. Wir würden von daher. Hat auch eine sehr gute Idee, wäre. Das nicht zu tun? Nein, das ist eine sehr gute Idee, jetzt nicht nach Hause zu laufen. Ja, weil. Was ist denn langweilig, ja? Warum steht einer? Jetzt läuft hier gerade ein Schwein über die Straße, wo ich gerade Schweine töten muss. Hast du da eine Zeit zu laufen? Nee, ja, hab ich nicht. Ohne Zeit. Vollkommen cool. Wurscht. Dann. Oh je, jetzt Wölfe. Das wäre echt gemein. Wölfe? Wölfe. Oh Gott. Um deine Frage nochmal vom letzten Mal zu beantworten, was man hier generell noch mit reinschmeißen könnte in das Spiel. Da kam ja viel so Elektronik, ja, ja, genau. Zeug und natürlich, definitiv, also alles, was man irgendwie mit Strom machen kann. Darf nur nicht zu komplex werden. Links ist ein Zombie. Ja. Jetzt okay. Hat er dich. Daneben. Ich brauch zu lange. Ja, das gut aus. Plantfiber. Geil. Weiter, 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 weiter. Weiter, weiter. Wie gesagt, da kam ja wirklich viel Elektronikzeug und so weiter, wo ich natürlich auch dafür wäre, aber jetzt nicht großartig irgendwas anderes. Was ist denn was anderes? Naja, ich weiß nicht, also. Was würde ich jetzt von dem Spiel noch erwarten? Also vielleicht noch mehr andere Gegner? Also die bringen ja jetzt schon Schlangen rein, ne? Die bringen jetzt auch demnächst NPCs mit rein. Also ist ja, soll mit Alpha 15 kommen, mal gehört. Alpha 15, genau, korrekt. Ja, aber so was wie Wölfe, also meine, wenn wir uns hier schon in den USA befinden, können wir auch das gleiche komplette Spektrum hier abgrasen. Also so ein Rudel Wölfe, ja, was sich umzingelt. Und hier ist ja gleich so die Mine. Gut. Ja, komm. Wollen wir. Na, jetzt können wir auch noch nach Hause laufen. Nee, wir wollen in der Mine übernachten. Dann können wir wenigstens noch ein bisschen Potassium holen. Aha, okay. Kannst du zumachen? Na klar. Na läuft. Oh, ist weg. Zack. Außerdem haben wir noch das ganze Material hier. Ist alles super. Wir bräuchten hier eine Forge. Ah, hätte ich jetzt die ganzen Schweine unterwegs getötet, hätte ich da was machen können. Hätte man eine machen können, richtig, ja. So, ich hab mal hier ein bisschen mich auslamentiert. Auslamentiert? Ja. Fragmentiert. Drück einfach mal R, guck mal, was so stackt und pack den ganzen Elend wieder zurück. Oh, Sniper Rifle Stock. Schön. Ja. Da ja, schaut gut aus. Gut, da ist nix. Nix. Papier. Ich glaube, ich will nachher nochmal das Zeitlager auseinandernehmen und einfach mal wieder unseren Stoffvorrat ein bisschen aufpimpen. Ja, gute Idee. Stimmt, wir haben ja Stoff vor der Hütte sozusagen. Richtig. Immer Breast dabei. Was machen wir denn jetzt am nächsten Tag? Also, was hast du dir so grob vorstellen? Wir müssen ja für Tag 28 jetzt vorbereiten, oder nicht? Wenigstens ja, mal Spikes setzen und so. Ja, genau. Im Endeffekt müssen wir zu Hause erstmal wieder alles heile machen. Ja. Dann können wir mit den ganzen Batterien können wir ein paar Lichter erstellen. Haben wir Reifen gekriegt jetzt? Nee, haben wir nicht. Nee, ne? Nee, also ich hab keinen. Also, ich hab einen Reifen. Dann muss einer Reifen holen. Also. Gut. Wo könnten wir jetzt Reifen herkriegen? Irgendwelche Tankstellen? Perishen. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Thema Perishen.
Wir haben doch von Norbert, dem Bruchpiloten, so eine Art Funkgerät bekommen. Irgendwas in der Richtung hatte der da. Und ja, das ist richtig, ja. Ich habe überlegt. Wieso finde ich das? Kriegt das jetzt hier nicht hin? Denk nicht. Du blödes. Na, also. Ich habe überlegt, wir könnten ja mal nochmal Funkgerät technisch das anstellen. Ja. Ob nicht Dick Pines, die alte Suffnudel. Suffnudel, ja. So doof ist und einfach weitersendet. Und ob wir das nicht Ort können, das Signal. Wenn wir jetzt nicht wissen, wo das Gefängnis ist, dann müssten wir ja irgendwas machen. Gebe ich dir recht, ja. Sollten wir also zumindest mal gucken. Ja, ja, dann. Ist quasi Thema 2 erledigt nach Thema 1 Horde-Absicherung ist Perishen neu. Ja, oder du gehst jetzt schnell nochmal nach Perishen und ich. Na, du willst mich loswerden, ne? Kümmere mich um zu Hause. Ist nur eine Idee. Ja, okay, können wir. Wenn du sagst, es ist zu gefährlich, dann machen wir dazu machen. Und dann ist das fertig. Ne? Dann machen wir hier noch kurz und dann. Ja, gut. Mach ich zu Hause, ich meine, ein paar Spikes setzen, ein bisschen was ausbessern, das krieg ich jetzt zur Not alles noch alleine hin. Oh, oh. Ja, dann machen wir das so, ja. Gravel. Ein Hund. Gravel. Schreiber. Schreiber. Oh ja, Schreiber. Also ich finde hier wieder gut Potassium. Sag jetzt einfach mal gut. Ich habe Angst, erschlagen zu werden von den Feinden. Ja, oh Gott, oh Gott, okay. Nee, ich dachte, er hat gerade so eine Wippbewegung gemacht. Das sah so aus, als wenn er gleich startet da in den Himmel. Ach, stimmt, das ist ja auch schon mal vorgekommen, ne? Dass ja. Man nach oben katapultiert wird. Ja. Nicht schön, definitiv nicht schön. Oh, bei mir auch gerade. Hier gibt übrigens eine ganz geile Sache, wie man Perishen looten kann, jedenfalls den Hauptstrip. Auch in der Nacht. Kannst du dich von Haus zu Haus bauen. Ja, stimmt, weil dort. Die sind nicht die ziemlich Häuser nah aneinander. So eng beieinander. Ja, stimmt, haben wir auch schon mal mitgekriegt, als wir mal da waren. Stimmt, so. Das geht. Wenn du dich da in der Nacht, dich da einfach irgendwo auf irgendein Haus, dann kannst du relativ problemlos immer wieder rüber. Ja. Direkt. War das gerade ein Spoiler? Nee, ist schon gelaufen. Also. Gut. Aber wäre es, ja? Wenn es nicht schon gelaufen wäre. Wobei, wenn jetzt, wo du sagst, kann ich dir das noch nicht mal sagen. Also, jetzt stand könnte heute sein, dass der, ja gut, komm hier nicht. Noch ein paar Folgen. Achso, nee, doch, heute ist ja. Heute ist ja. Heute ist. Freitag, immer noch. Immer noch Freitag, ja. Ja, okay. Dann liegt es schon. Glaube ich. Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Wir werden alle sterben. Kommt völlig durcheinander. Wir werden alle sterben, ja. Der Himmel wird uns auf den Kopf fallen. So, was? Ich verliere bestimmt schon die ganze Zeit Zeug. Das wäre jetzt echt uncool. Sag doch. Lump of Coal. Wirklich? Lump of Coal. Irgendwo war gerade was mit Nitrate. Da, Nitrate. Nitrate ist wichtig. Ja, tatsächlich, weil mein Inventar schon wieder voll ist. Ich hier nie wieder raus. Mann, ich weiß nicht. 2 Uhr, okay. Ja, Ich hab nur gerade nur eine gleiche. Na, kommst du rauf? Nee. Du bist nur wieder reingekommen. Achso, ja, hier. Im Kriechgang. Du verlierst aber hier wirklich Nitrate Powder, Freund. Ich bin zu fett. Du hast Nitrate so. Verloren. Ja, sehr gut. Ich Alter, was hast du denn hier gemacht? Wo bist du denn hin? Hier liegt auch noch irgendwas rum. Ich pack das kurz oben in die Kiste. Also ich hab ja. Jetzt 1000 jeweils. Also 1000 Nitrate? Ja. Nitrate? Oh, 1060 so, ja. Was sind die jetzt? Also, na, okay, echt an der falschen. Du bist hier die. Ich bin die Wühlmaus. Du bist hier der Nitrate-Schwein. Also so. Den Trüffel und so war das jetzt gemeint. Mhm. Genau. Mit dem Anwalt ankommen jetzt. So, ich nehme mal mit. Schweinezeichner. Nehme ich denn du? Nicht, nicht du sitzt Zeichner, gleich also, wieder Gunpowder an, ne? Machst du gleich? Ja, ja, mach grad schon, ja. Ich nehme nochmal Iron mit, ich nehme die Steine mit und den Sand. Schwein. Nett.
Press. Sammle ich noch Stoff ein. Halt doch mal jetzt den Maul. So, den Rest müsstest du mitnehmen. Mhm. Alles klar, du Schwein. Oh. Sei denn, du sagst, geht nicht. Das wird schon gehen. Das schau schon schon. 3 Uhr. Wow, eine richtig, also eine 200er Chainsaw auch noch. Kann man da irgendwie was machen? Ich weiß nicht. Kann die assemblen. Du kannst auch einen dicken Motor drin basteln, wenn du willst. Genau, ja, braucht man eine Chainsaw? Weiß ich nicht, brauchen wir nicht, glaube ich. Klar. Was ist denn für das Alter, wir haben hier mal fast 3000 Iron rausgezogen aus der Geschichte. Nice. Grain Alkohol hast du jetzt gerade nicht zufällig dabei, ne? Nee, nur Bier noch. Achso, okay, nee, sonst hätte ich jetzt gerade nochmal was machen können. Mein Inventar ein bisschen zu optimieren, aber ich trinke einfach hier was. Zwischen Tee und dann ist das auch wieder gut. Habe ich wieder einen Platz frei. Kann ich noch was mitnehmen? Okay, also soll ich jetzt hier. Nimm den Rest mit. Wenn es passt, genau. Wenn irgendwas jetzt nicht passt, dann. Dann nehme ich am besten nicht Eier mit, davon haben wir nämlich hier noch, sondern. Hast du noch Eier dabei, dann pack die noch mit drin. Ja, immer Eier. Nee, halt. Nee, dann. Benzinkanister hätte ich noch Platz für. Okay, dann packe ich die drin, Papier nehme ich mit raus. Das eine Bier kann ich dir wieder mit drin packen. Das mit Crushed Sand hast du ja dann dementsprechend auch in der Inventar. Habe ich jetzt auch gerade im Inventar, ja? Ja, mach mal kurz, guck mal. Leg mal noch mal rein, was ich jetzt potenziell noch aufnehmen könnte. Ob du das Ei noch mit aufnehmen kannst. Oh. Wo soll ich noch mal rein, was? Fixen hier? Reinfixen? Was soll ich noch mal verbessern für das Skills? Meiner 69er, aber brauchst du jetzt nicht mehr. Meiner 69er. Also einfach nur, dass du halt in zwei Schlägen abbauen kannst. Meiner 69er bin ich auf 1 jetzt. 1, okay. Mining Tools auf 72, unfassbar krass. Wo bist du denn da denn? In Mining Tools. Oh Gott, ich sehe das jetzt gerade hier sehr schlecht. Mining. Was ist mit dir hier? Meinte nicht einfach so. Mining Tools bin ich bei 81 und bei meiner 69er bin ich bei 3. Ich habe 5 Punkte zu vergeben. Welches Level bist du? 58. Okay. Ich glaube, ich werde doch mal was in diesen Survivor investieren, weil man da irgendwie mehr Wellness bekommt von allen Sachen. Und ich erhoffe mir da eigentlich, also ich finde, wir kriegen von unserem Stu einfach zu wenig Wellness wieder. Ja, stimmt. Okay, dann habe ich auch mal einen Survivor gekauft. Und dann legen wir ein bisschen. Tür vorne ist offen. Ich hole noch kurz Stoff und dann. Den Rest stecke ich in die Shotgun. Oder nee, in die Pistole. Pistole, die Dings zählt ja als Pistole wahrscheinlich, ne? Ja. Ich bin raus, ne? Und die Tür ist offen. Ja, hat gehört. Tür ist offen. Okay. Hat gehört. Also nehmen wir nochmal mit. Der Zettel ist da vorne, okay. Okay. Ja, Mensch, der Shotgun-Messer hat sich ja richtig gelohnt. Na komm, also. Ja. Hast recht. Ja, war jetzt nicht durch. Müssen wir zu ihm. Der lebt noch? Schlimmer. Hier steht ein Zombie vor der Tür und der lebt noch? Der muss nach mir denn hier kommen sein. Da hinten rennt noch ein Zombie rum, was ist denn mit dir? Ich hab nur das nachgemacht, was du gerade so gesagt hast. Ach so, so ist das, ja? Gut, dann renn ich vor, ne? Ja, mach das. Ich organisiere wirklich hier nur immer ganz kurz so ein Stack. Geht ja schnell, ey. Geht zusammen. Das ist eingestürzt? Nee. Nee, noch nicht. Okay, schade. Aber gleich ist es zu weit. Das ist ja gut. So, denk dran, du wolltest nach Perishen, ne? Ja, ja, deswegen. Ach, wieder rin in Kaktus. Wenn ich dann. Müll dich einfach oben in die Kiste, die noch draußen ist. Wenn du dich an die erinnern kannst, ja? Oder in die eine Supply-Kiste. Kannst du dich einfach reinmüllen. Dann sortiere ich das dann gleich. Wir haben no more room in hell. Drei Papier. Du holst ja jetzt Dings gerade. Wo jetzt Stoff? Ich habe Klotz, hab ich jetzt einfach mal kurz weggeschmissen, hatte ich 20. Weg. Ja, mir geben können, kein Problem gewesen, aber. Ja, gut, aber jetzt nicht bewusst.
Die Chainsaw einstecken? Nee, leider nicht. Ich hätte jetzt gerne mal die Chainsaw hier mal ganz kurz ausprobiert an dem Zelt. Diese? Brauchen wir überhaupt? Oh, ey. Wird mich naja, brauchen, wirklich brauchen tun wir sie nicht, aber es ist ein schönes Spielzeug bestimmt. Eben. Dass die Zombies überrennen, dann haben wir zur Not immer noch die Kettensäge. Ich habe mir tatsächlich die Beine gebrochen gerade. Der Weg nach Hause war echt gefährlich. Oh, war jetzt blöd. Ja klar, hätte ich auch mal dran denken können, ey. Alter Statiker. Tja, wird so. Für diese Folge nicht mehr in Perishon ankommen. Was meinst du nicht? Naja, guck mal, wie spät es ist. Achso, siehst du ja nicht. So, 200 schon spät. Und 250 Stoff hat jetzt dabei, damit ist der Stack voll. Hat jemand in die Kiste hier? Da zermelkt sich das hier drin. Ja, ist noch toll. So, putz diese Richtung. Schreit mich denn hier an? Du machst den Kernel, oder was? Was ist denn eigentlich hier mit? Jetzt seid ihr jetzt weggeschmissen. Oh, ich hab mir Beine gebrochen. Ich bin gerade zu blöd gegen einen Crawler zu kämpfen. Kennt man. Du blöd. Du blöd. Duck, Folgentitel steht fest. Du blöd? Du blöd. Ja, wir können es nicht sagen. Nein, nee, wir können es auch nicht sagen. Nein. Nee, Jack ist blöd. Das ist ja Folgentitel. Nein. Nee. Hass. Hass? Nein. Nö. Was? Wer? Ich? Nein. Nö. Was? Holz doch, Holz nein. Haben wir gar nicht. Oh. Mm. Was? Natürlich haben wir Holz. Ja, aber nicht da, wo ich jetzt stand. Nee. Das steht woanders. Also, ach jetzt ist ihm warm, ja? Jetzt ist ihm warm hier. Du bist... Mann. Du hast dich schon wieder in Rage, ey. Ja, ich habe auch gerade aktuell keine Ahnung, warum ich immer zu Colonel sage. Und vor allen Dingen... So viel redest ist ja unglaublich viel. Also, das ist mir vorher nicht bewusst gewesen. Ich hätte dir gewusst, ja. Wer denn? Ja, dann. Denn? Hätte ich dich leiser gedreht. Bist ein Arsch. Wieso, das war nur ein Spaß. Ein Arsch bist. Ich hätte dich nicht leiser gedreht, weißt du doch. Wie soll ich dich denn leiser drehen? Das geht doch gar nicht. So, tschüss. Gut. So. Dahin. Mal da jetzt Holz drin ist. Mal da Metall drin ist. Schöne an den Türen ist, du hörst, wenn sie zugehen, ey. Ja. Stimmt. Gut. So, hier kommt gleich mal mein Buffercode hin. So, nicht zu nah am Rand. Wird auch temperaturtechnisch dann wieder gut sein. So, Leder, das da haben wir auch noch hier. Der macht nicht so warm. Ich hätte was essen sollen. Kannst du mal zu essen rüberschmeißen? Wo denn hin? Nee, Quatsch, geht ja nicht. Was denn, siehst du? Hier, gleich mal hier. Zack, eat. Oh. Wenn wir zu Hause, Quatsch, zu Hause in Perishon. Ist nicht mal zu Hause. Irgendwann drin ziehen. Ja, mach das mal. So wird es werden. Ich hab Durst. Deswegen trinke ich jetzt was. Das soll vorkommen. Nach getaner Arbeit hat man nochmal Durst. Ich verstehe ja nicht, dass du nicht ständig am Trinken bist, so viel wie du laberst. Natürlich. Kill a Rabbit. Fuck, das hat ja immer noch hier drin zu stehen. Muss ja, mal Rabbit killen. Immer noch, ja. Ich hab gerade einen Huhn gesehen, da fiel mir das ein. Aber einen Huhn habe ich schon getötet. Von daher... Rabbit Rabinio. Und eine Vergangung. Wo findet man die? Wen findet man wo? In der Wüste? Hasen. Oder sind die auch? Eigentlich überall. Mhm. Und schon wieder rennen. In so einen blöden Kaktus. Blöde Kaktöse. Blöde Kaktus, du. Fass es nicht. Aber warte mal, die könnte ich ja abhaken und dann könnte ich ja essen.
Ja, das könnte sie durchaus tun. Oh Gott, schon wieder drin. Und schon wieder drin, naja. Für die Mopeds. Nein. Tja, Leute. Was ich jetzt in Paris finden werde, das sehen wir in der nächsten Folge von Tula und Wolfs. Hier ist diese Folge leider vorbei und wir sagen Winke, Winke und bis bald. Winke, Winke und bis bald. Tschüss. Ja, lala, po, tschüss. Ja, sehr gut.